3 Minuten haben wir noch. Tun wir in den 3 Minuten. Ich habe nichts mehr. Videos haben alle gespielt. Tja, könnten wir auch irgendwelchen Blödsinn erzählen. Aber nutze ich vielleicht mal die Gelegenheit, ganz kurz zu erklären, was auf SimRacing.org demnächst abgeht. Wir werden vermutlich in der Ende der nächsten Genau Woche. das wollte ich dich gerade fragen. Entschuldigung, ich dich gerade mal unterbrechen. Ja, wir werden ob es diese Woche noch wird, weiß ich nicht. Morgen fahren die Freunde von Sim.Racing World IT, also die Italiener, die die GT3 Mod gebaut haben, fahren nochmal ein Testrennen intern. Die haben nochmal viele, viele Sachen verändert, Schaltverhalten geändert, Aerodynamik geändert, also ganz, ganz viele Sachen verbessert, hoffe ich mal schwer. Zwei Autos dazu gekommen, ein Lotus und ein Jaguar. Und wir werden hoffentlich am Wochenende diese Mod dann releasen können, so dass wir da auch nochmal einen kleinen Test veranstalten und im Laufe der nächsten Woche dann die Ankündigung für die GT1 Langstreckenserie schreiben mit Harald Galinis, die dann Ende Januar starten wird. Die umfasst diesmal nur 4 Rennen, aber nichtsdestotrotz, ihr wisst alle, die dabei waren, das ist was ganz Außergewöhnliches, was da passiert. Also allein schon Harald Galinis am Mikrofon zu erleben, ist schon ein Erlebnis und das wandelnde Lexikon des Motorsports. Und man erfährt alles über die kommende Saison im Tourenwagensport und GT1, GT, na gut, GT1 gibt es nicht mehr, aber gerade GT3-Serien. Und ja, dann wird es parallel, nee, danach wird es mit den Italienern zusammen, mit den Jungs von Sim.Racing World IT eine Gemeinschaftsmeisterschaft geben, eine Championship, eine Endurance GT3 Championship, in der wir Rennen fahren, sehr wahrscheinlich ohne Fahrerwechsel, zwischen 2 und 4 Stunden. Oder nein, falsch, zwischen 1 und 4 Stunden. Von daher ist Endurance so ein bisschen, naja, also es sind schon längere Rennen dabei, aber ob das jetzt wirklich schon als Endurance zählt, wissen wir nicht. Aber wir werden im April nochmal eine reguläre Saison mit LMP und GT-Fahrzeugen starten, wobei noch nicht entschieden ist, welche LMP, welche GT gefahren werden. Und wir lassen uns diese Zeit ganz einfach, um rauszukriegen, was mit R-Factor 2 passiert. Wir möchten einfach das Event ankündigen. Wir werden sehen, was dann an Fahrzeugen verfügbar ist, ob es überhaupt Sinn macht, mit R-Factor 2 irgendetwas zu tun oder da besser noch ein halbes Jahr zu warten und dann noch eine ganz normale Multileague fährt, dann wieder ganz normal mit Manager-Modus, mit Fahrerwechsel, mit allem Möglichen, was halt die Multileague ausmacht. Ja, und dann sind wir auch wirklich auf dem Punkt 3, 2, 1, Ende. Warm-up. Jetzt darf ich nichts mehr fragen, Mano. Du darfst auch was fragen, wir haben noch ein paar. Bei dieser 4 Rennen umfassenden Rennserie werden aber dann Fahrerwechsel sein. Das heißt, es sind wieder längerfristige Rennen. Ja, nein, Okay. das sind Rennen, die haben, das ist das Besondere daran, die haben alle einen historischen Hintergrund. Die Rennen gibt es in dieser Form nicht mehr. Wir fahren sie halt mit modernen Autos nach. Das sind dann solche Sachen wie Eifelpokal auf der Nordschleife, Bitburger 400, Spa gibt es ein Rennen. Das sind solche Sachen, die es bis jetzt immer dabei waren. Dann kommt wieder eine Strecke, die wir bisher noch nicht hatten. Ein Event, was wir bisher noch nicht hatten. Und natürlich ist der Eifelpokal wieder das letzte Rennen, das vierte dann. Und ich erinnere mich mit Gänsehaut, wirklich mit Gänsehaut an das letztjährige Rennen auf dem Norrisring. Deswegen freue ich mich so auf den GSMF Cup hier nächste Woche auf dem Norrisring. Wir sind dort mit 35 Autos gefahren. Alle haben gezittert vor diesem Rennen, haben gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und es war das tollste Sim-Racing-Event, was war, naja, nicht das tollste, aber eines der tollsten, was wir je erlebt haben. Also es war wirklich phänomenal und total spannend und ganz, ganz irre. Und es gab wieder erwarten kaum Unfälle. Also es hat super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Harald ist auch gebrieft, dass er nicht mehr ganz so viel als Alleinunterhalter fungiert, dass wir uns auch hin und wieder mal dem Rennen zuwenden. So, jetzt sind wir aber durch hier. Entschuldigung. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wieder eine Sache, wo wir uns alle drauf freuen können.
Definitiv. Und dazu, das Highlight bei Harald ist natürlich, er lädt immer ganz besondere Interviewpartner ein. Also wir hatten Christian Hohenadel, den letztjährigen GT3 Europameister im Interview. Wir hatten Albert Prinz von Thorn und Taxis im Interview. Also da kommen wirklich spannende Leute, die wirklich auch was zu erzählen haben, wo man auch ja so ein bisschen sich als Simracer auch geehrt fühlt, wenn diese Leute zu uns kommen und uns ein bisschen was erzählen über sich beziehungsweise über ihre Vorhaben. Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Von daher schaut so ja Anfang, Mitte nächster Woche bei Simracing.org rein. Da wird es dann die Ankündigung geben. Die ist dann auch in deutscher Sprache höchstwahrscheinlich, also nicht ausschließlich in Englisch. Hat einfach mit dem Charakter der Rennserie zu tun. Sie heißt GT1 Langstreckenserie. Es ist ein Eigenname. Diese Serie wird auch im Englischen so geschrieben. Und natürlich werden wir für unsere englischsprachigen Teilnehmer da die nötigen Übersetzungen mitliefern, die da wichtig sind. Aber im Großen und Ganzen ist das eine deutschsprachige Geschichte. So. Okay. Ja, die Jungs sind unterwegs. Die Jungs sind unterwegs. Startaufstellung. Genau. Und wie immer, Mirko Wenzel kommt als einer der Letzten hier raus. Du hast ja auch genug Zeit. Nee, Sascha Landgraf steht auch noch drin. Ich kann mich erinnern, dass letztens mal jemand ganz nervös geworden ist, weil man sich viel Zeit gelassen hat. Ja, ja. Naja, das ist dann schon, es wäre ja nicht der Erste gewesen. Bei Rot hätte er aus der Box gemusst. Also während des Rennens nach dem Start erst aus der Box hätte starten müssen. Und dann kann man ja das Rennen hier bei so einem Sprintrennen sachlich vergessen, weil die Ampel schaltet erst auf grün, wenn das normale Feld den ersten Sektor passiert hat. Und ja, das kann je nach Strecke dann schon mal 30, 40, 50 Sekunden Rückstand bedeuten. So, jetzt kommen die da alle hier hin. Nee, kommen die noch nicht. Das ist echt zum Fürchten. Ich hab langsam... Nee. Nein, ehrlich. Ich hab's wirklich... Ich krieg das nicht in die Birne. Ich fahre... Weiß ich nicht, seit Anfang der 90er fahre ich Formel 1 Rennen und seit 2002 bis 2006 bin ich's online gefahren. Ich krieg das nicht rein, ehrlich. Diese Kurve ist für mich die erste Kurve. Oh, ja. Wie kann man denn sowas machen? Das wäre ja wie ein Porsche mit Rundmotor. Mann! Das ist wie ein Porsche mit Frontmotor. Unglaublich hier. Ja, noch bin ich ganz entspannt. Es wird sich in 3 Minuten schlagartig ändern. Ja. Nee, nicht mal mehr 2. Ach nee, da kommt ja noch die Formation Lab, ja. Ja. Also, einer überhaupt geguckt, wie viele Zuschauer wir haben. Ja, mal tun. Livestream. Ja, definitiv zu wenig für dieses Event. Ja, naja gut, aber immerhin. Ich habe alle Werbetrommel gerührt, ich habe... Ja... Wie gesagt, das ist natürlich, ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie viel wir am Anfang hatten. Und aber ihr könnt auf Simrace TV meines Wissens schon, ja, nee, es gibt noch keinen. Nee, es gibt noch keine Aufzeichnung. Sind wir noch keine Stunde unterwegs? Doch. So, Formation Lab ist angesagt. Genau, Reifen auf Temperatur bringen, Bremsen auf Temperatur bringen, den Puls runterbringen. So, genau. Ja, das ist natürlich jetzt eine spannende Kiste hier. Was
habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ganz schnell wieder weg. Oh, die fahren aber jetzt noch nicht rennen, ne? Nee, das sah nicht so schön aus. Nein, immer noch nicht. Ja, naja, ich bin ja immer ganz aufgeregt. Das ist ja nicht so. Dann hätten wir hier jede Menge Strafen aufgrund der wiederholten Spitze. Genau. Ja. Also Robert Strick ist so. Richtig. Wir bräuchten kein Quali mehr fahren beim nächsten Rennen. Ja, eine halbe Runde noch. Also wir hatten in der Spitze hier gerade mal versucht, 37 Zuschauer. Das war um 8.45 Uhr. 20.45 Uhr. Also gar nicht mal so schlecht jetzt. Es sind ja gleichzeitige Zuschauer. Am Ende stehen da 300, 400 einzigartige. Da sind ja viele, die reingucken, gucken 10 Minuten, gehen wieder. Also das darf man ja nicht vergessen. Aber was ich gar nicht nachvollziehen kann, wer kann bei diesem Rennen... Ja, das ich kann ja jetzt noch nicht mal sagen, das sind Pappnasen, dann kommen die nicht wieder. Ja. So. Ja, jetzt geht der Puls so langsam hoch. Jetzt wird's spannend, genau so ist es. So, wollen wir mal gucken, dass wir hier unseren Live-View in Position bringen. Ach Robert, Mensch, wenn die sich Glück wünschen, brauchst du nicht schreiben. Chatverbot, Mann. Machen wir aber nochmal sicherheitshalber, falls hier wieder irgendwas abstürzt, einmal die Reihenfolge hier rein, dass wir die nachher wieder hergestellt kriegen und dann ist alles gut. So. Ja, Mann, René hat sich auf der 4. Katapultstart, ja oder nein? Genau, da gehen wir mal hin zu dem René. Ach, da waren wir schon. Ups. Okay, wir müssen das links anklicken. So, da haben wir. Ja, letztes Mal, als der Julian vorne stand, hat er irgendwie ein bisschen den Start versemmelt. Ja, richtig. Gucken, ob es diesmal anders sein wird. Die Ampeln sind an. Genau, wir gucken, achte auf die vierte Position. Herzlich kommt wieder so geil weg. Der kommt durch, der zieht vor bis auf die 1. Der zieht durch. Ja, was ein Hammerstart. Also der hat echt... Im Mitten im Feld. Oh, ein Hunderte. Ja. Ach du Christi, du nicht zu. Ja gut, aber erste Kurve ist nun mal erste Kurve. Da brauchen wir hier nicht. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Das muss jetzt sein. Komm, mach schnell. Ich spule schon vor. So, jetzt hier der Start. So, und jetzt gucken wir uns das an. Was ist hier passiert? Da vorne geht einer quer. Dann müssen wir da mal kurz hin. Ja, er ist jetzt weg. Ist jetzt weg. Gut, also da vorne hat es einen quergestellt. Also nichts jetzt irgendwie mit böse in die Karre gefahren, sondern hatte einfach jetzt damit zu tun, dass die Jungs, dass sich da einer Probleme gehabt hat. So, ich muss jetzt nur gucken, ob wir live sind. So, René Herzig führt vor Mirko Wenzel. Robin Frischkopf hier hart bedrängt und ich meinte, das wäre schon König. Das genau. Ist König, das ist König, ja. Also auch der... Ja, Robert. Also vorne von der Starttruppe scheinen da alle gut weggekommen zu sein. Das scheint eher dann so ab Platz 10 passiert zu sein. Ja, der Julian ist wieder zurückgefallen von 1 auf 6. Der hat auf jeden Fall gelitten, aber der wird sicherlich nicht bei dem Quersteher involviert. Nein, der hat einfach nur einen Start wieder verstreicht. Der Ole Hennerich war es. Der ist nämlich zurück auf die 18. Ja.
Ja, ob er es war, wissen wir nicht, aber zumindest war er involviert, ja. Also so ein rot-weißes Auto, das, was sich quergestellt hat am Anfang, und das war ja Oles, also zumindest hat Ole auch ein weiß-rotes, das muss man so stehen. Okay. Oh, hier ist natürlich jetzt gerade mal die Hölle los. Oh, der Robert greift den André an. Hey, der ein König. Ja. Das ist Majestätsbeleidigung im wahrsten Sinne des Wortes. Der Straubner macht den König nass. Ja, Sascha Landgraf am Julian vorbei, der ist echt schon auf die 7 zurückgefallen. Da muss doch ein bisschen was kommen, es geht ja. Oh, jetzt ist aber hier gerade. Oh, ja, da war ein Fehler. Da war ein Fehler von Robin Frischkopf, den König genutzt hat. Er hat nadellos, er ist sofort da, wenn der Vordermann nur mit dem Heck wackelt. Ja. So, nichtsdestotrotz gucken wir uns das hier an, was Ratner hier treibt. Ja, direkt den Sascha Landgraf auch dahinter. Auch wieder ein tolles Paket, was wir jetzt hier haben. Richtig, vor allem sind die jetzt alle vorne, bis auf Ole, aber der ist es ja gewohnt, von hinten zu starten. So, Landgraf auf der 6, auf der 7 Julian Siebenbiedel, auf der 8 Edgar Ostermann. Auf der 9 Daniel Streblo, der ist hier auch gut vorgekommen. Auf der 10 Stefan Bäumer. Auf der 11 Matthias Enkel, hart bedrängt hier von Axel Schweiger. Ah, der Matthias lässt ihn auch mehr oder weniger durch, also der ist so, das weiß ich so. Enrico hat sich auf der 13, also der ist zumindest hier irgendwie mal durchgekommen. Kai Sichotzki auf der 14, auf der 15 Andreas Borde. Auf der 16 Ole Hederich, ja, das war mit Sicherheit einer der Leidtragenden, Jürgen Engelhardt, der ist da auch involviert worden, weil der ist von 9 gestartet. Kurt Mildenberger auf der 18, oder von 10 ist der gestartet, ja, Kurt Mildenberger, den hat's erwischt, und Micha Wenzel ist raus. Micha Wenzel ist raus, so, gut, das ist dann so viel erstmal dazu. Allerdings muss man auch ein bisschen sagen, egal was jetzt dem Micha passiert ist, ich bin eigentlich, nein, froh bin ich nicht, dass er raus ist, aber etwas ruhiger bin ich, weil der Micha war doch ziemlich heftig krank. Und auch wenn das Fieber jetzt seit ein, zwei Tagen runter ist, schlaucht und König hier mit einem wunderschönen Fehler. Es ist genau das, was du im letzten Rennen schon gesagt hast. Unter Druck macht er Fehler. Im Feld sich bewegen ist nicht so sein. Das fährt er wahrscheinlich meistens vorne weg. Aber bei dem Modus, den wir hier haben, muss er sich eben im zweiten Rennen im Feld bewegen. Und da tauchen immer wieder diese kleinen Fehler auf, die jetzt wieder eine Position gekostet haben. Ich glaube, er pusht recht sein. Ja, sicher. Aber er pusht einfach zu stark. Also ich glaube, dass die Fehler gar nicht gemeine Fahrfehler sind, sondern er kann dann einfach nicht. Es dauert ihm zu lange, bis er an seinen Vordermann ranfährt, und dann übertreibt er einfach. Er ist zu ungeduldig. Das Auto hier ständig am Limit, du bist in Ecken, vielen Ecken schneller, oder er jetzt in dem Fall, und dann musst du einfach mal plötzlich andere Linien fahren, weil da auf deiner Linie jemand herfährt. Mhm. Und dann passieren solche Dinge. Ja, momentan fährt er hier auf Position 3 hinter Mirko Wenzel. Der nicht unbedingt einer derer ist, die man so ganz einfach überholt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Okay. Ah, jetzt kommt er aber auch wieder besser raus, rein in den Windschatten. Ja, aber so lang ist dieser Hangar Straight nicht. Naja, und er müsse eigentlich schon mehr. Naja, er wird es versuchen, oder? Er wird es versuchen auf der Innenbahn, und Wenzel ist clever genug, ihm da Platz zu lassen. Er hat die Tür aber auch offen gelassen. Also ja. Wenn er den da nicht vorbeilassen will, dann fährt er auch nicht vorbei an der Stelle. Ja, richtig. Zumindest hätte es wie vorhin bei Ostermann eine Kollision gegeben. Da war der ja hinter den Eierpunkten, der sich da jetzt gebildet hat. Ja. Gut, also der geht jetzt hier erstmal stiften. Dann schauen wir uns das an, was der Robin hier macht. Der versucht nämlich jetzt auch gerade an Mirko Wenzel vorbeizukommen. Ja, schöner Vierpulk jetzt. Also Pulk ist ja gar kein Ausdruck, das ist ja schon Knäuel.
so einmal alles, was auf dem Tisch liegt, zusammen und in die Hände gepappt und dreimal draufgetreten irgendwie und dann hast du so einen Knäuel. Ja. Ja. Die sind ja irgendwie vier Autos in, ja, weiß ich nicht, eine Sekunde ist das nicht. Ja, und hier siehst du es halt, Wenzel sagt sich hier, nö, Frischkopf kenne ich nicht. Also der soll erstmal, ne? Respekt sich erarbeiten. Ja, ja, der muss sich erstmal Respekt erarbeiten, genau. Ja, aber wenn den Robin ein bisschen länger kenne, weiß, was das für ein Kaliber ist, der kann diesen Speeder gehen. Und viel Erfahrung hat er mit den Autos auch noch nicht, das muss man auch dazu sagen. Ja, richtig. Aber hier hat er jetzt einen Fehler gemacht, das wird ihm sofort einen Platz kosten. Ja, Sascha Landgraf außen rum. Och, sensationelles Manöver, sensationell. Und da hinten kommt Stratner? Ja. Ja. Er hat sich bisher irgendwie, ja, zurückgehalten irgendwie. Er hat die Jungs da machen lassen, war einmal dran, mal gucken, wie weit er noch nach vorne kommt. Und wir haben so den Eindruck, er kann sich besser breit machen als Plätze gut machen. Naja, gut, also. Machen wir mal. Eigentlich jetzt war ein kleiner Fehler vom Landgraf. Ja. Gucken, ob der Robin den direkt ausnutzen kann, ist sofort wieder im Windschatten dran, aber hier ist es auch keine gute Stelle zum Überholen. Nee, wirklich nicht. Oh, was springen die Autos da? Ja, das ist unglaublich, oder? Ja. Ja, vor allem, dass die noch so zwei, dreimal nachfedern, finde ich ja so sensationell. Oh! Radler, Junge! Ja, aber Bremspunkt getroffen. Ja. Erstaunlicherweise. Wahrscheinlich die Bremsbalance kurz vorher irgendwie auf 66 nach vorne gedreht oder so. Ja, der Effekt nicht kommt. Ja, toll, toll, was wir hier geboten kriegen. Das ist wieder Sim-Sport vom Allerfeinsten. Genau. Vorne jetzt der kleine Fehler. So, ja, und dann das macht die nächste Position gut. Ja, das war der Fehler von Wenzel. Ich könnte mir vorstellen, dass er Frischkopf eventuell noch mit durchrutscht. Nee, da steckt er zurück. Ja. Da kenne ich ihn. Aber jetzt noch ein Fehler von Wenzel. Zu weit raus. Ja. Und auch noch auf dem Körb und er hat sogar noch ein Stück, ich weiß es nicht genau, ob der Körb ihn nach außen geschmissen hat oder ob er noch kurz ausgezuckt hat, weil er halt gesehen hat, dass Frischkopf neben ihm ist. Würde ich jetzt was vermuten, also da ausgewichen ist. Ja. Hat ihm direkt, ja, zwei Fehler, drei Plätze. Ja gut, aber wäre er nicht ausgewichen, hätte es ihn vielleicht 10 Plätze gekostet oder so. Ja, das weiß man halt immer nicht. Ja, wenn er sich führt immer noch. Ja. Auch wenn es jetzt nicht mehr so weit weg ist. Gehen wir mal nach vorne gucken. Ja, König ist dran, so mehr oder weniger. Aber das heißt auch nicht, er heißt auch definitiv, er wird hier nicht wieder mit 17 Sekunden Vorsprung gewinnen. Also ich würde ihm schon zutrauen, dass er an Herzig noch vorbeigeht. Wobei man nicht vergessen darf, Herzig hat in der letzten Saison hier die letzten Rennen fast alle gewonnen. Und zusammen mit Sascha Landgraf, die beiden waren immer vorne. Und herzlich kann mit den Autos umgehen. Also definitiv. Und erstmal abwarten. Also vorbeikommen, traue ich ihm zu, König, aber dass er dem jetzt richtig wegfährt, das werden wir sehen. So, gehen wir mal wieder hier hinter. Der Robin kämpft nämlich jetzt wieder mit dem Sascha. Aber dass der Robin hier Druck auf den Sascha Landgraf machen kann, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Natürlich, ja, die sind, das ist alles ein, ja. Oh! Ja, da, oh, das ist ja nicht wahr. Da reißt er die Karre, das müssen wir uns ja wirklich nochmal angucken. Müssen wir nur, damit haben wir wieder unseren Walter Award. ja, genau. Walter Röll. Ja, Walter Röll Award. Die richtigen Autofahrer haben Fliegen auf den Seitenscheiben. Genau. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, ist noch zwei Kurven weiter, ja. Ja, ich fühle ja schon. So, und jetzt guckt euch den hinteren Porsche an hier. Wie der das Auto querstellt,
als Volta innen noch da vorbei. Also der ist im Prinzip jetzt schon komplett quer hier. Ja, und kriegt die Karre noch abgefahren. Irre. Also wirklich Wahnsinn. Und wer weiß, wie diese Autos sich verhalten, der weiß, wie schwer das eben war. Also unglaublich. So. Aber natürlich hat ihn das ein paar Zehntel gekostet. Also werden wir einen Moment brauchen, bis er da wieder dran ist. So, Straten auf der 5, direkt dahinter Mirko Wenzel auf der, und der hier ist, da gibt es natürlich weiter, Julian Siedenbiedel, und auf der 8 Edgar Ostermann. Also auch der ist wieder da. Wir dürfen nicht vergessen, meinen ersten 8 innerhalb von 6 Sekunden. Ja, ja, also das ist, ja, richtig. Und selbst wenn wir noch bis, ja, bis bei 12 gehen, oder bis 11, 20 Sekunden, also sorry. So, hier wieder auch ein schöner Quersteher von Ostermann auf dem Körb. Über den Körb gesprungen, Auto leicht quer aufgekommen. Wer kennt es nicht vom Skifahren, aber wir fahren hier Porsche Carrera Cup. Schöner Vergleich. So, ah, und vorne, Julia. Ja. Jetzt ist gut. So, und Mirko verliert natürlich jetzt hier Position um Position. Edgar geht auch noch vorbei. Ja. Ich tupe war unnötig, Edgar. Und Mirko bremst früher. Ich glaube, er wollte ihm einfach nur sagen, ich bin links neben dir. Weil manchmal siehst du die Autos ja in den Seitenspiegeln, nicht in den Rückspiegeln. Ja, das kann natürlich sein. So. Und der Robert macht hier Jagd. Also, es sieht fast so aus, als ob er von Platz 5 aus das ganze Feld vor sich her jagt. Aber wir müssen mal wieder vorne an die Spitze gehen, weil König nach wie vor hier Probleme hat. Nicht nur das, guck dir an, der Sascha kommt dran. Ja, logisch, klar. Ich sag ja, Sascha und also Herzig und Landgraf sind fast ebenbürtig, also das muss man ganz klar sagen. Und so, jetzt wird's aber passieren. Jetzt wird's passieren, da bin ich mir sicher. Jetzt wird das versuchen. Ja. Definitiv. Und da könnte. Nee. Also Landgraf kann davon nicht profitieren. Ja, René muss sich aber auch nicht wirklich wehren, weil das sind doch vorne wegfahren. Er selber fährt ja immer noch auf der 1, wenn man mal richtig. So richtig genauso rechnet. Genauso sieht's aus. Das macht hier einfach nur noch mal zusätzlich Spaß, hier noch mal jemanden wie den König mitfahren zu haben. Sicherlich kann man sagen, ja, es verfälscht die Meisterschaft ein bisschen oder so. Gut, dann könnte es aber auch einer sein, der in der Meisterschaft zu schnell ist. Also dann wird es sogar Punkte kosten. Also es ist immer hin und her, das ist richtig. Aber wir haben nun mal die Wildcards. Das hat einen guten Grund. Und von daher, oh, jetzt konzentrieren wir uns mal um den Führungskampf hier zwischen Landgraf und Herzig. Ja, auch Robin und Robert, die sind da noch nicht abgeschlagen. So, Herzig hier jetzt mit dem Fehler. Ja, und Landgraf hier mal außen und vorbei. Aber ist noch nicht gegessen, ist noch nicht gegessen. Herzig kontert. Ja, jetzt ist erledigt. Jetzt ist. Aber was gibt's denn jetzt? Ich tupe. Alles völlig richtig, mein Lieber. Sei mal nicht so aufgeregt. Hauptsache, er ist jetzt nicht zu. Oh, guck dir das an! Mit welchem Abstand der hier dahinter ist. Ja, da siehst du nichts, da fährst du blind. Fährt da vorne mal in die Mauer, fährst du hinterher. Definitiv. Ups. Ja, und hier dieser Curb, da zu weit innen, man sieht's, ist jetzt gerade dem René passiert. Das kostet gleich mal, ja, bei 3 Zehntel. So, gehen wir mal auf die 5. Ja gut, ja. Das hat sich erstmal ein bisschen auseinandergezogen. Ja, und der Robert ein bisschen den Anschluss verloren. Naja, das ist jetzt... Also, ja, er ist nicht mehr direkt dran, sagen wir mal so. Für dieses Rennen ist das schon nicht mehr Anschluss verloren. Genau, verloren. Das Rennen ist hinüber. Der ist 6 Zehntel ist weg. Das Rennen ist zur Sau. Ja. Sehr geil. So, Edgar Ostermann auf der 7.
Da ist jetzt schon ein Sekündchen dazwischen. Drei werden hier sogar angezeigt. Mirko Wenzel auf der 8, auf der 9. Daniel Streblo, was macht denn unser hinteres Feld hier? Stefan Bäumer wie immer. Jupsala! Da ging es aber mal heftig. Da war irgendwie, weiß ich nicht, da hat einer seine Fußbank stehen lassen. Und Stefan Bäumer wie immer. Also wenn nirgendwo mehr was geht, bei Stefan Bäumer geht immer was. Und wenn es nur quer ist. Wenn es quer ist, genau. Kommen wir mal nicht quer hier. Ja, sehr geil. So, momentan mit dem Axel Schweiger zusammen, aber ich glaube, die haben sich auch schon das ganze Rennen überlebt hier von der ersten Runde an. So, dann haben wir den Andreas Borde hier, der hechelt dem Ganzen noch ein bisschen hinterher. Kai Sichotzki, wie gesagt, der fährt hier so ein bisschen außer der Konkurrenz. Der ist zwar in der Meisterschaft, aber hat gleich gesagt, er macht hier heute gar nichts. Er fährt einfach mit und guckt, was bei rauskommt. Er hat null trainiert und wenn einer von hinten kommt, macht er Platz. Enrico Herzig auf der 14 nach wie vor, auf der 15 Jürgen Engelhardt, auf der 16 Ole Hederich. Also der hat wohl für dieses Rennen keine größeren Ambitionen mehr. Der entweder fährt er mit dem Messer zwischen 10 oder er sagt sich, hier komm, ist gut jetzt. Erste Rennen war toll und das zweite haken wir ab, alles schön. Er war in der Box, das hat natürlich auch eine Menge Zeit gekostet. Ja, genau, genau. Platz 17 für Kurt Mildenberger, Platz 18 für Matthias Enke und ausgefallen Micha Wenzel. So, gut, Antje König hier mit dem gewohnten Vorsprung. Dann Sascha Landgraf, René Herzig, Robin Frischkopf. So, und hier ist jetzt tatsächlich richtig Alarm. Also die Herrschaften, das ist die momentan aktuelle Spitze im Porsche Mobilborn Supercup. Also die Jungs fahren hier um den Sieg. Sascha Landgraf momentan auf der eigentlichen Position 1. Der Andrzej König da vorne fährt, ist als Wildcard-Fahrer außerhalb der Wertung. Ich kann mich noch an Rolls Worte am Donnerstagabend nach unserem Rennen erinnern. Oh Porsche, ich bin noch nicht eine Runde gefahren. Mhm. Das war Donnerstagabend 23 Uhr. Jetzt guckt euch das an hier. Wahnsinn. Na gut, also ist ja auch das nötige Grundtalent vorhanden. Wie gesagt, also von daher. Ich weiß gar nicht, hast du mal in die Hotlap-Liste geguckt, wie viel er trainiert hat seit Donnerstag? Und ich kann es mal erinnern. Ja, weil ich müsste erst eine neue Webseite aufmachen. Außer gerade ganz zu, außer dem bei den Live-Viewern. Ja, also feine Sache hier. Und Rommel hat jetzt 78 Runden. Naja, das ist also zu wenig war es nicht. Der einzige, der weniger hat, ist Daniel Streblo. Okay. Ja. Naja, also gut, er hat zumindest die Strecke mal kennengelernt. Und ich denke mal, das Setup hat er von Edgar. Und ja, die tauschen sich da sicherlich aus, klar. Definitiv. Aber ich glaube, der Robert kommt auch so ein bisschen Druck jetzt hier vom Julian auf 5 und 6. Richtig, also das wird jetzt hier komplett eine Fünfergruppe. Ja. Wir haben noch fünf Runden. Ja. Also das sind wirklich die Positionen in der eigentlichen Wertung 1 bis 5. Also ja, keine Positionen auseinander. Wahnsinn. Genau. Also von Sascha Landgraf bis Julian Biedel sind es hier etwas über, nee, ziemlich genau 3 Sekunden. Also ja, von 1 bis 5. Ich würde mir jetzt hier keinen Tipp zutrauen, wenn das nach Hause fährt. Also. Ja doch, ich würde es schon dem Sascha zutrauen, dass er die Position da vorne hält, wenn er keine Fehler macht. Und so, weil hier hinten der Kampf zwischen Robin und René ist doch knapper als René zu Sascha und wenn René sich nach Robin orientieren muss, kann er nicht an Sascha ranfahren. Stimmt, da kann er Sascha natürlich von profitieren, da hast du recht. Ja. Und so sieht es ja auch momentan aus. Auch wenn die sich beim Anbremsen wieder, jetzt hier wieder so ein Teil hier von... Oh, was macht der denn da? Ich dachte jetzt echt, der will durch. Meine Fresse! Es sieht aus, als hätte er wirklich in diesen ganzen Kurven deutlich mehr Grip. Ja. Gerade hinten im ersten Sektor hat er im ersten Rennen schon mal aufgetrumpft.
Das ist absolut irre. Ja, ich find's grandios. Mich würde mal wirklich interessieren, wie das bei den 24-Stunden-Rennen ausgeht. Auf der Strecke wie Le Mans, wo man nicht so sehr viel verkehrt machen kann. So. Ja, wie lange das so aussehen würde. Also, dass das die 24 Stunden hält, möchte ich bezweifeln, aber wirklich mal interessieren. Ja, dazu sind so viele Boxenstopps nötig, das verzerrt zu sehr, aber ja, doch, würde mich. Und vor allem, wie es dann nach 24 Stunden ins Ziel geht, mit welchen Abständen, weil da treffen sie sich ja meistens wieder, wenn sie auf unterschiedlichen Strategien unterwegs waren. Wann? 24 Stunden, nach 24 Stunden. Wann? Beim Testen war das. Ja, ich hätte schon große Lust, also ich muss mal nochmal mit Alfons sprechen, ob wir da vielleicht nochmal 24 Stunden Reifen kriegen. Von ihm. Ich habe nochmal große Lust, mit diesen Autos das zu machen. Wenn ich das so sehe, weil es ist einfach vom Anspruch her das Beste, was es gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir mit so einer Aktion dann die Mod wirklich unter die Leute bringen. Dann können wir sie auch public stellen. Und das muss man dann mal sehen. Also, weiß ich, muss ich erstmal drüber nachdenken. So. Nichtsdestotrotz ist das relativ unbefriedigend, weil die fahren hintereinander her wie auf der Schnur gezogen. Ja, das ist alles ein Level. Die Jungs tun sich nichts. Oh! Matthias Enkel! Hallo! Das ist ein Wildcard, den hast du geliehen gekriegt. Sag mal! Alter, hast du eine Ahnung, was sowas kostet? Na gut, dann lass mal reparieren. Crash-Test Dummy hier. Er hat ja alles abgeworfen. Boah, ich habe es ja auch noch gedacht, er biegt rechts in das Gebäude ein. Er fährt doch irgendwie durch das Glas durch da. Einmal direkt an die Decke. Bremsen. Ja. Da stehen schon alle vier Räder. Oh, hat er aber auf den Punkt hingekriegt, oder? Tatsächlich, ja, der wird abgefertigt. Ja, der wird abgefertigt, ja. Ja, saugeil gemacht. So, guck mal weiter. Gut, König wird gleich überrundet. Ja. Ja, lieber eins zurück, da ist es gerade richtig eng. Ja. Ja, da ist ja schon die ganze Zeit die Herrschaften hier. Hertig hält sich noch beherzt. Also was man mit dem Namen alles machen kann, das ist ja echt sensationell. Ja. Schüttelt rein mit Herzig. Ja, kannst du mich mal Herzig gerne haben. Nein, also wir dürfen sowas nicht machen, Mensch, das ist öffentlich hier. Das ist gemein, das macht man nicht. So. Aber gut, ich hoffe, die haben den Stream nicht neben mir an. Das werden wir gleich erleben. Weil jetzt ungefähr müssten sie es hören. Ja. Nee, scheint nicht so. Ja, dann wird er gehabt. Gibt es morgen, ja. Haue. Ja, gibt es morgen, genau. Komm, böse Pan, ich dreht aus. Nimm dir Papier mit. Oh Mann, jetzt wird's aber doof. So, auf der 5. Robert Stratner. Ja, da kommt der Julian nicht vorbei. Also der ist an mir nicht vorbeigekommen, der kommt da an dem Meister des Breitmachens erst recht nicht vorbei. Ja, der muss erst mal rankommen. Das ist ja immer noch nicht so, dass er wirklich in Schlagdistanz wäre. Ja, und du hast recht, also Julian ist noch zu zaghaft. Das haben wir auch in dem GT3-Rennen so kommentiert, auch gesehen. Und ihm fehlt noch so ein bisschen der Biss, der Mut zum Risiko. Also auch auf die Gefahren, dass mal irgendeiner auf ihn sauer ist, wenn er sich verschätzt. Aber ohne dieses Verschätzen wird er es nicht lernen. Ups. Entschuldige. Ja. Hi. Genau, da ist er vorbei. So, und das gucken wir uns gleich nochmal an. Da sind sie nämlich noch nicht. Da sind nämlich noch nicht vorbei. Das ist hinten in seiner Querstärkung passiert bestimmt, oder? Ja, ich vermute mal. Weil wirklich in Schlagdistanz ist er jetzt noch nicht. Ja, das ist in seiner Schlagdistanz. Ja. Boah, perfekt. Ja. Ja, und dann macht er zu. Dann macht er zu. Konsequent, zwar, genau. Ja, aber legitim. Also da war nichts irgendwie, dass man jetzt sagen würde, er hatte riskiert, ihm den Vorderwagen wegzudrücken oder so. Das war alles okay. So. Ja, gab doch nochmal Bewegung. Zwei Runden Verschluss. Definitiv. Und ich glaube, ausgestanden ist das noch nicht hier. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, Handkraft dadurch natürlich. Ja. Oh, Killer, was ist das? Wolltest du über ihn wegspringen oder was?
dann sag das nächste Mal, dann machen wir da eine größere Schanze hin. Ja, Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Ja, wieder mal. Also die ersten Rennen hauen uns immer schon vom Sockel, aber was in den zweiten Rennen hier passiert? Moment. Was ist jetzt was hier passiert? Was ist mit Herzig jetzt los hier? Er ist auf einmal ganz langsam. Also die sind hier beide an ihm dran. Radner und auch Siedenthill. Und wenn Radner hier in der letzten Runde noch Morgenluft wittert. So, da haben wir den Führenden, der jetzt gleich über... Nee, der kommt noch nicht über Start und Ziel, oder? Nee, das ist... Oder? Ist das jetzt hier? Was ist das hier? Nee, ist das hier nicht. Alter. Ja, du hast es aber auch nicht gewusst. Du hast mich nicht braten lassen. Nee. So, aber hier ist jetzt halt auch noch mal richtig spannend. Jetzt müssen wir schnell vor, weil... Nee, zwei Kurven haben wir noch. Dann wieder schnell zurück. Robert Stratner, na ja, jetzt hat er sich abgesetzt. Jetzt ist es eigentlich nur noch eine Geschichte zwischen Siedenwiedel und Stratner. Aber ich befürchte, da wird der Julian nicht die Eier in der Hose haben, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ja, der Robert lässt ihn überhaupt keine Chance. Das andere wäre eine Gewaltaktion und die gehört hier auch nicht hin. Wenn der Robert eine kleine Lücke bieten würde, dann müsste er da mal versuchen reinzustecken, aber bei jedem anderen, aber nicht beim Robert. Aber hat er schon gewonnen oder was ist jetzt hier? Nö, das ist ja nö, der Fahne. Hat noch drei Kurven. Da war doch vorhin schon mal. Da stand noch, ich glaube, der Alex Schweiger war da noch draußen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder biegt er jetzt schon in die Box ab hier? Nein. Herzlichen Glückwunsch. Doppelsieg. Jetzt hat Angie, genau. Angie König. Und jetzt wird es hier sicherlich einen sehr erleichterten Sanja Landgraf geben. Und das, was ihr hier seht, das sind die Plätze. 2, 3, 4, 5 und die 6. Ja, also Platz 1, 2, 3, 4, 5. Das muss man mal ganz klar sagen. Sascha Landgraf, Robin Frischkopf, René Herzig, Robert Stratner, Julian Siedenwiedel und Edgar Ostermann. Also 6 auch noch dabei. So, auf der 8. Dann mach du mal weiter, bitte. Ich muss hier ganz kurz... Auf der 8 haben wir den Danisch Dreblo. Auf der 9 kommt der Stefan Bäumer ins Ziel. 10 Andreas Borde, 11 Mirko Wenzel, 12 Alex Schweiger, 13 Kai Schichotzki, 14 Enrico Herzig, 15 Ole Hederich mit der Handbremse, 16 Jürgen Engelhardt, 17 Kurt Mildenberger, 18 Matthias Enke und 19 ausgeschieden Michael Wenzel. Genau. Wow, was ein Rennen. Du, erst einmal durchatmen, ey. Wahnsinn. So, König nehmen wir natürlich mit ins Interview. Ich meine, keine Frage, aber den interviewen wir nur einmal. So, dann haben wir Radner. Ach Gott. Hederich und Kopf. Und jetzt haben wir Landgraf, Buschkopf nochmal. Was ein Déjà-vu, den haben wir immer irgendwie zweimal in zwei Rennen. Und Herzig. Ja, wunderbar. So, bist du klar? Ich interview Robin, alles klar. So. ich versuch's mal hier. Da haben wir sie. Ja. Mensch, Angie. Tolles Rennen gehabt, würde ich mal sagen. Herzlichen Glückwunsch zu den beiden Siegen. Außerhalb der Wertung. Deswegen machen wir das mit dir relativ kurz.
Das zweite Rennen würde ich aber schon ganz gerne mal ansprechen, weil das ist natürlich das, was wir das letzte Mal schon gesagt haben. Im zweiten Rennen, wenn du von weiter hinten starten musst, du hattest, glaube ich, einen recht guten Start bis auf vier vor. Aber dann kam auch so das ein oder andere kleine Fehlerchen wieder. Ja, na gut. Wenn man unter Druck steht, ne, dann schleichen sich halt leichte Fehler ein und von daher ist das immer schwierig. Also gibt es noch definitiv was, an dem du noch was arbeiten könntest, wenn du es wolltest? Ja, na sicher, auf jeden Fall immer ruhiger werden, ne, und ja, ein bisschen aufpassen. Ja, auf alle Fälle. Schnitzer haben wieder ja, wie soll ich denn nennen? Ein paar Schnitzer sind halt da gewesen. Und ja, das müsste auf jeden Fall noch verbessert werden. Aber sonst, ja, super zufrieden mit den beiden Ligen. Das denke ich mal, das denke ich mal. Und also, ja, na, Glückwunsch noch an die anderen. Ja, und das war's. Ja, mein Lieber. Also, wie gesagt, wir wollten uns auch dich einfach nur würdigen, weil das war natürlich wieder eine saugeile Leistung, die du abgeliefert hast. Da passt ja auch kein Faden ab. Und nur war es halt vorhersehbar, was es halt bei den anderen nicht mehr war. So, Jens. Ich dachte, ich mach das zweite. Ja, wie du möchtest. Okay, ja. Alles. Fange ich an. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist jetzt wirklich, fangen wir mal, ja, obwohl den Robin, nee, Robin, du kommst im ersten Rennen nicht zum Tragen, oder doch, war ja auch spannend, das ist jetzt blöd. Nee, mach du mal den Robin jetzt, Jens, bitte. Ah, okay. Ja, Robin. Yeah. Ist er da? Ja, ja. Kann man gut, bisschen noch sprachlos, außer Atem. Ich muss mich irgendwie noch fangen, das war ja wohl absolut der Hammer. Genial, also ich habe dich ja im ersten Rennen schon gefeiert, aber was ihr da im zweiten Rennen veranstaltet habt, also ja, nicht nur du, auch der Sascha, der René, der Robert, der Julian, das war ja ein Pulk. Wir wussten gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollte. Erzähl mal, das war ja auch nicht, glaube ich, dein zweites Rennen jetzt mit den Kisten. Wahnsinn, erzähl. Ja, das ist das erste Rennen als Stammfahrer und ich hatte eigentlich irgendwie keine 50 Runden trainieren können übers Wochenende und auch vorher nicht, und von dem her bin ich mit dem Resultat absolut überrascht. Hat zwei Rennen ohne größere Fehler. Im ersten Rennen wäre ich fast abgeflogen, aber dann habe ich das Auto doch noch fangen können, und jo, im zweiten Rennen habe ich dann beschlossen, den André König vorzulassen. Der kann da ein bisschen Unruhe stiften, und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, clever. Also, wir haben dich jetzt gerade hier im zweiten Rennen auch mal ordentlich in der Zeitlupe gezeigt, weil du hast heute den Walter Award verdient. Dieser, ja, genau. Das war für mich die Schlüsselstelle. Die Kurve, das war Wahnsinn. Da habe ich ein bisschen zu spät gebremst und ich habe voll gegengelenkt und ich sah mich schon in der Mauer, und plötzlich ist das Auto doch noch zu mir gekommen. Ja, hat uns eine Menge Spaß gemacht. Genau. So, dann kommen wir mal zu meinem, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Also irgendwo ist er ja fast schon der Liebling, weil so ein bisschen Pech und trotzdem schnell und aber auch, ja, wie soll man sagen, irgendwie Strafen durchsetzt, keine Ahnung, Ole Hederich, herzlichen Glückwunsch zum Platz 2 im ersten Lauf. Ole, ich sag mal, über den zweiten Lauf brauchen wir nicht reden, du bist auch nur hier wegen des ersten. Und ja, erzähl mal ganz kurz, ich glaube, es hat entschädigt für den zweiten Lauf, oder? Der erste war schon richtig geil, das kann man nicht anders sagen. Also schon einen richtig guten Start erwischt da von 17 aus. Und ja, das erzähl mal bitte ein bisschen genauer. Also ich meine, ein guter Start ist für mich 4-5 Plätze, also in der Regel. So, das ist erstmal ein guter Start. Aber du warst ja von 18 auf 4. Ja, so in Richtung. Das hat auch nicht lang gedauert. Ich weiß es gar nicht selber. Ich glaube, zweite, dritte Kurve, irgendwo habe ich auf die Anzeige geguckt, da war ich schon Achter. Das ging ziemlich gut nach vorne. Ja. Ja, und was, ich meine, dann hast du das gesehen, dann wird man ja auch ein bisschen euphorisch, könnte ich mir vorstellen. Was war so, gab es dann irgendwie ein Ziel? Hast du über Platz 8 mal nachgedacht oder hast gedacht, nee, ich mache alles, was geht und so weit wie vor und wie möglich, oder ja? Ja gut, vorher hatte ich mir so gedacht, 8 wäre schon schön, ne? Aber als ich dann nach der dritten Kurve schon da war, da musste ich mir natürlich neue Ziele stecken. Ja, und was war das dann? Ja, dann gab es natürlich nur noch ganz nach vorne. Am Ende wurde es ja sogar noch knapp mit dem Robert. Ich glaube, 2-3 Runden länger, dann
Ich weiß nicht, ob bei ihm die Reifen schon nachließen oder ob er ein bisschen langsamer gemacht hat, aber oder das erzählen, hätte nicht mehr lang gedauert, glaube ich. Ja, und ja, du hast ja dann auch einen ziemlich genialen Fight mit dem Robin. Also wenn ich das, so wie wir das gesehen haben, das ging ja auch mehrmals hin und her. Ja, Axel? Okay, ja, also ich denke mal, gut, sag ganz kurz was zum zweiten Rennen. Was ist passiert aus deiner Sicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß auch echt nicht, ob ich schuld war an der Situation, ob ich oder ob jemand anders oder ob das jetzt etwas rot-weißes hatte ich gedreht. Ja. Ich hab's keine Ahnung. Also ich habe nur auf einmal einen tierischen Schlag gekriegt. Ich dachte eigentlich, ich hätte war schon auf der Bremse und wollte mich eigentlich da innen durchmogeln, aber da habe ich einen tierischen Schlag gekriegt auf einmal und keine Ahnung, was da gewesen ist. Okay. Naja. War natürlich wieder nicht schön. Das war dann nicht so schön und wollen wir mal hoffen, dass du nicht schuld bist, obwohl auf der anderen Seite wäre es eigentlich ganz nett, wenn du nochmal so 10 Plätze zurückkriegen würdest, weil da haben wir eigentlich den meisten Spaß mit dir. Ich wollte ja, sagen, ich stand am liebsten von hinten. Robert, hast du gehört. Einfach Strafen ausdenken, damit er von hinten startet. Genau. Ihr habt mir ja auch schon einen Spitznamen verpasst, dem musste ich ja gerecht werden. Ja, genau so sieht's aus. Okay, also nochmal alles Gute und ja, und dann hoffen wir mal, dass das beim nächsten Mal wieder ähnlich gut läuft. Zumindest beide Läufe so gut laufen, wie das im ersten heute der Fall war. Ja, das wäre mal was. Okay. Kommen wir zum Sieger im ersten Lauf, der ein bisschen, ich habe den Chat etwas verfolgt, geschrieben hat, naja, eigentlich bin ich Sieger, eigentlich aber auch wieder nicht. Ja, so ein bisschen klappert es natürlich dann schon. Das ist ganz klar, wenn man so, ja, dann... Also der Angie hat das ja nun mal gewonnen, da brauchen wir ja nicht drum umreden. Aber letztendlich hat der Robert, ich glaube, das ist das zweite Mal diese Saison, dass du einen Lauf gewinnst, Robert. Das ist nicht richtig. Mein Junior hat einen Lauf gewonnen und ich bin der Letzte von den ersten 6, die Rennen endlich gewonnen haben. Oh, herzlichen Glückwunsch. Besonders herzlichen Glückwunsch. Freut mich natürlich extrem, dass es dir gelungen ist. Und ich sag mal, das sah ja am Anfang erstmal nicht so aus. Der René hat ja wieder so einen Katapultstart da hingelegt und war dann erstmal vor dir und du hast dich aber einen ziemlich geilen Manöver vorbei gekämpft, sage ich mal. Da ging zwar ein leichter Schlag vorher von aus, aber der hatte damit bei weitem nichts mehr zu tun, da gab's auch, hat er keine Konsequenzen. Erzähl mal. Ja, 5 gestartet und konnte dann 2 Positionen gut machen und in der, ich glaube, 3. Kurve sind ein paar rausgerutscht und ich habe schon in René gesehen, dass es ziemlich eng wird, da habe ich ein bisschen zurückgestellt, war dann ziemlich schön hinter ihm drauf und ja, kann sein, er hat ein ganz wenig früher gebremst als ich, habe ihn leicht touchiert, aber Gott sei Dank sind wir nicht beide abgeflogen. Dann, ja, in der nächsten Schikane dort habe ich, schätze ich mal, ein bisschen früher aufs Gas gehen können als er und habe ihn dann nach der langen Geraden ausbeschleunigt gehabt und das hat mir sehr gefallen und das war Motivation für das Rest vom Race. Ja, nur die Wermutspille oder Tropfen ist halt immer dieser König. Er macht einem Namen Ehre, aber das nervt total, wenn du dann als mehr oder weniger Sieger bist. Du bist trotzdem Zweiter. Ja, also ja, ja. Startverbot für König im BMSC. Nein. Nee, alles klar. Super Leistung, keine Frage. Ich weiß nicht, von was für ein Stern das er ist, aber ich glaube, irgendwo Ostdeutschland war das einmal. Ja, egal. Auf jeden Fall hatte ich dann... in der letzten Schikane, so Runde 8, 9, wieder mal back to desktop, hatte nach rechts reingeschlagen und hatte das Glück, dass ich Start-Ziel geraten dann nicht eingeschlagen bin und konnte das Rennen fortsetzen. Und zur Frage vom Olle, meine Reifen waren schon etwas hinüber, aber für dich hätte es jedes Mal gereicht. Das merke ich mir. Okay. Sehr geil. Ja, und zweites Rennen, ja, war etwas durchwachsen. Ich hatte einen kleinen Fehler. Du bist am zweiten nochmal damit dabei, oder? Nein, dann erzähl. Entschuldigung. Durchwachsen, Landgraf vor.
dann ja, ich konnte mich wenigstens gegen den Julian behaupten. Wir hatten schöne Fights und war recht knapp. Und ja, da könnte ich wieder Ole spielen und sagen, eine oder zwei Runden länger und ich hätte noch in Okay, das war's von mir. Mörder ja. Race, danke Jungs, also hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das würde ich meinen. Dann übergebe ich jetzt mal liebend gerne an den Jens für die Ehrung der Sieger des zweiten Laufes. Ja, ein Teil davon haben wir schon gemacht, den Robin hatten wir jetzt ja gerade schon angesprochen, aber ich glaube, wir sollten auch unbedingt noch mit René sprechen, der ja auch lange ja sich vorne behauptet hat und letztendlich dann nur Vierter geworden ist. Das war doch so sicherlich nicht das, was du erwartet hast, oder? Ja, eigentlich nicht. Ich bin ja wieder mal am Start sehr, sehr gut weggekommen. Konnte mir gleich die erste Position schnappen und ja, weit vorne bleiben. Und hatte versucht, die Führung auszubauen, aber ich hatte dann halt durch das Pushen mir die Reifen ein bisschen hinübergefahren. Und so konnte halt André aufholen, was er sowieso getan hätte. Und ja, und ein paar kleine Fehlerchen hatte ich dann auch drin. Und was mir dann letztendlich dann bei Sascha und bei Robin mir dann das Genick gebrochen haben. Halt leider. Aber nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem zufrieden und war ein super geiles Rennen mit allen Leuten. Es war ein schöner Kurs, muss ich sagen, aber ein kleiner Fehler, also eine Konzentrationsschwierigkeit oder so, dann ist man hier sofort runter. Und also es war ein geiler Kurs, geiles Rennen, geile Leute, also danke. Ja, so eng wie ihr da vorne war, durftest du dir, glaube ich, keine Bruchteil einer Sekunde irgendwie eine Unaufmerksamkeit erlauben. Sascha, hast dich mächtig das Feld nach vorne gearbeitet? Wir haben irgendwie so, ich zumindest so 4-5 Runden vor Schluss gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dieses Rennen ausgehen kann, weil ihr so viel Bewegung da vorne hattet. Letztendlich hast du dann ja, den Sieg eingefahren, wenn wir den Herrn König mal außen vor lassen. Erzähl mal. Ja, ich glaube, den Herrn König müssen wir außen vor lassen, weil die Speed ist ja wirklich der Hammer. Ja, der Start war halt wie immer schlecht gewesen von mir. Ich war dann, glaube ich, nach 2-3 Kurven auf Position 7 und ja, hatte dann ein schönes Pulk vor mir gehabt und bin dann aber auch relativ gut durchgekommen, auch durch einen Fehler der einen oder anderen und ja, am Ende dann auch, wie René schon sagte, hat dann einen leichten Fehler drin gehabt, ich bin dann innen durchgerutscht in der Kurve und konnte dann die Position relativ gut halten, aber ich denke mal, das hätte auch irgendwie anders aussehen können, das Rennen. Also die ersten 8 oder so, die hätten ja auch irgendwie anders ins Ziel kommen können, so knapp wie das war. Ja, ich würde sagen, überholen ist ja sicherlich nicht einfach gewesen auf der Strecke, oder? Also wenn die Leute vor dir keinen Fehler machen, ist es schon richtig schwierig. Man muss halt wirklich teilweise den Überschuss nutzen aus den schnellen Kurven raus und dann versuchen halt irgendwie daneben zu setzen und hoffen, dass es klappt, ja. Und es hat ja auch bei mir einigermaßen gut geklappt, ja. Ja, kann man wohl sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, dankeschön. Ja, damit haben wir eigentlich alle durch, glaube ich. Lutz, oder habe ich jemanden vergessen? Ja, wir sind soweit durch und ich muss sagen, also alles, was ich mir von diesem Lauf erhofft habe, ist eingetreten. Und ich freue mich ganz, ganz doll natürlich auch auf nächste Woche auf den GSNF Cup, wo ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere von hier mit dabei ist. Und als Wildcard-Fahrer, weil, ich sag mal, auch wenn die Strecke sehr, sehr schwierig ist, ich habe es vorhin schon im Stream gesagt, wir hatten letztes Jahr ein Rennen dort im Rahmen der GT1 Langstreckenserie. Das war das eins der geilsten Rennen, was wir überhaupt hatten. Und da wurden 400 Meilen gefahren auf dem Norrisring. Also das ist noch mal eine andere Hausnummer. Und es war von vorne bis hinten knapp über die gesamte Distanz. Und glaubt mir, auch wenn die Strecke ein bisschen huppelig ist, für die Muschis hier unter euch, ja, also definitiv, das wird auch wieder ein Hammer und ich freue mich ganz doll drauf und natürlich dann auch aufs nächste Rennen hier im Supercup. Ja, Jens, abschließend, wir bedanken uns mal nicht gegenseitig dafür, dass wir eigentlich unseren Job gemacht haben. Nein, sondern wir bedanken uns bei den Jungs, ja. Genau, das wollte ich mal sagen, weil das ist wirklich grandios, was ihr hier abliefert und das so ziemlich in jedem Rennen, ja eigentlich in allen Rennen, ich meine, das ist mal Krach, das ist passiert halt und
ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf dem Nürburgring, auf dem Grand Prix Kurs am 30.01. und hier im Porsche Mobile One Supercup. Und ich freue mich ganz, ganz doll. Vielen Dank an alle und schöne Woche. Ja, danke auch. Es war wieder super mit euch. So, dann sagt nochmal alle Tschüss. So. Tschüss. Oh Mann, ey. Wattenladen, ey.